Heute gibt es einen Nachschlag zu TPMS, also dem Tire Pressure Monitoring System. Denn es ist hinreichend bekannt, dass es zu wenige Fahrer für zu viele Transportaufgaben gibt. Und das führt zwangsläufig zu Termindruck, denn der Kunde soll ja nicht warten. Das darf aber nicht dazu führen, dass du zwar die Warnmeldung in deinem Display registrierst, aber dennoch nicht am nächsten Autohof anhältst, um die Luft nachzufüllen. Denn dann riskierst du einen Reifenplatzer und hättest ein wirklich gravierendes Problem. Die Lösung dafür? Den Druckverlust nicht nur anzuzeigen, sondern mittels eines Nachfüllsystems zu korrigieren. Die Krone-Techniker arbeiten derzeit an einem eigenen ECE 141 konformen TPRS-System, Tire Pressure Refilling System, das voraussichtlich Ende 2024 zur Verfügung stehen wird. Die Warnmeldung im Display erfolgt dann schon bei 0,2 bar Druckverlust, wobei diese Warnung eigentlich eher eine Information ist, denn das System fängt ja gleichzeitig an, den Druckverlust wieder auszugleichen. Und dadurch wird TPMS flüssiger als ausgelassene Butter, nämlich überflüssig. Aktuell kann TPMS natürlich mit den etablierten Nachfüllsystemen kombiniert werden. Und allen Systemen ist gleich, dass alle drei Achsrohre konstant mit 9 bar Luftdruck beaufschlagt sind. Und die Luft wird vom Rohr durch das Radlager mit einem kleinen Schlauch zum Ventil geführt. Und während bei TPMS jedes einzelne Rad sensiert ist, reicht bei TPRS ein einzelner Sensor in der Nachfüllpumpe. Diese Pumpe beginnt also schon ab 8,8 bar Systemdruck nachzufüllen und darüber informiert dich eine blinkende Kontrollleuchte an der Stirnwand deines Aufliegers. Und wenn dieses blinkende Licht übergeht in ein Dauerlicht, dann wird es brenzlig, dann solltest du so schnell wie möglich anhalten. Und wenn dir dieser Oldschool-Kontrollblick durch den Rückspiegel so sehr ans Herz gewachsen ist, dass du nicht mehr darauf verzichten möchtest, kannst du diese redundante Information auch bei dem kommenden Krone-System optional erhalten.